Hallo, hallo Freunde chinesischer Smartphone-Kunst, ich grüße euch. So, als allererstes, ich habe ein neues Mikrofon, und zwar das Rode, jetzt habe ich auch vergessen, wie das heißt. Steht das hier irgendwo drauf? Ja. NT Plus. Ich weiß, das ist jetzt total winzig, aber ich denke mal, das ist ein Mikrofon, das geht es hier nicht um die Optik. Ich habe es auch mit Ständer geholt, jetzt bitte nicht lachen, wenn ich diese Begrifflichkeiten hier verwende. Und zwar bei Amazon für 130 Euro, glaube ich. Und das löst jetzt mein, das habe ich jetzt auch nicht hier liegen, mein Orki-Mikrofon ab, das ich bisher verwendet habe, eben genau für solche Videos, wo ihr mich am Computer seht. Ansonsten benutze ich natürlich im Studio weiterhin mein Shure SM80, glaube ich. Das ist so ein Gesangsmikrofon, bin ich auch ganz zufrieden. Aber hat den Unterschied, dass es das Shure, das hat dann diesen XLR-Anschluss. Und das Rode hat den USB-Anschluss, das Orki hatte auch USB. Das Orki-Mikrofon, das war glaube ich so bei 50 Euro und jetzt eben 130. Habe ich jetzt alles zusammengekratzt, was ich an Geld noch da hatte, um euch eben jetzt auch hier bei den Podcasts bessere Klangqualität liefern zu können. Ich meine, wenn ihr unbedingt das Ding nochmal sehen wollt, also wie gesagt, das ist eigentlich mir sind im Großen und Ganzen egal, wie die Mikrofone aussehen. Hey, yo. Solange die halt ordentliche, vernünftige Klangqualität wiederbringen. Damit kann man natürlich auch ein bisschen Eindruck schinden, wenn man so übelst das Übermikrofon hat, aber das ist auch Ansichtssache. Ja, das sieht professionell aus, die anderen. Das, letztendlich bekommt man alles gefaked aus China, darf man ja nicht vergessen. Die haben natürlich dann sehr wechselhafte Klangqualität, beziehungsweise Aufnahmequalitäten. Und ich habe mich auch für Rode entschieden, weil die sind ja nun recht bekannt, was halt so Mikrofone angeht. Und ich hoffe, es gefällt euch. Beziehungsweise also jetzt die neue Klangqualität, weil was mich bei den Orki immer ein bisschen gestört hat, ist nämlich der Popschutz, den ich hatte, ich hatte ja dann so einen doppelten gehabt, einmal so einen Windschutz, einen richtigen Popschutz. Und trotzdem hat es auch bei Lauten, also P, das habe ich auch Popschutz. Naja, also das war nicht so richtig gut und das hat dann auch mal so ein bisschen Gehalt. Das ist jetzt besser, aber das Rode ist natürlich auch teurer. Ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung, jetzt habt ihr das mal gehört. Aber ich habe vorher nicht geguckt, es gibt bestimmt zu dem Rode, wie ist das? NT USB oder NT Plus? Nope, NT-USB. Ach ja, und man hat im Übrigen an der Seite hier noch so Regler, damit, hier kann man mich noch ein Mikrofon, ach Quatsch, das wäre es, ein Mikrofon anschließen. Nein, hier kommt noch ein Kopfhörer. Anschließen und regeln in Lautstärke. Das ist natürlich bei mir Blödsinn, brauche ich nicht. Und drüber ist noch ein anderer Regler, damit kann man aus die Ausgangsleistung vom Computer und vom Mikrofon, das kann man hin und her switchen, weiß ich genau, wie das sein soll, ich benutze das nicht. Ich benutze es so, wie es ist und habe jetzt volle Mikrofon-Ausgangsleistung, damit auch die Lautstärke stimmt. Das ist auch manchmal so ein Problem bei gewissen Mikrofonen, wenn man halt keinen Verstärker dazwischen geschalten hat. Und ich denke, ich habe jetzt so viel gequatscht und habt ihr ungefähr eine Vorstellung von der Qualität meines neuen Rode NT-USB. Ich find's super, ich mag's aber, wenn ich meine Technik hier nochmal erweitere. Ich habe ja auch vor ein paar Monaten mir mal eine neue Kamera geholt. Ich hatte vorher eine 5-Euro-Kamera aus China. Eine Zeit lang verwendet, weil, ist ja klar, die ganze Ausrüstung kostet ein Haufen Geld, man braucht eine Kamera. Man braucht dann, also, eine Kamera fürs Studio. Da habe ich ja meine, ich habe ja meine ganze Studio-Einrichtung. Die habe ich ja alles gekauft, ne? Na, ist klar, die Kamera war natürlich die teuerste. Habe ich am meisten Wert drauf gelegt. Und dann, wenn ich dann Videos am Computer mache, wo ich euch jetzt hier eben meine Bildschirmaufnahme eben zeige, da brauche ich auch nochmal Technik. Da kann ich dann mein Studiokram nicht verwenden. Erstens ist das viel zu aufwendig, das jedes Mal abzubauen und aufzubauen. Und zweitens brauche ich dafür auch dann, weil es ein XLR-Anschluss ist, wieder ein Mikrofonverstärker und solche Einheiten, ist alles bescheuert. Ich will einfach nur zack rein in den Computer und fertig. Weil mein Computer, das baue ich ja auch alles nachher wieder ab. Also hinten die Leinwand, hier das Mikrofon, weil das der eine Computer ist, den ich habe, den zocke ich dann auch. Und dann will ich nicht, dass der ganze Kram den ganzen Weg steht. Deshalb mache ich das alles so nach und nach. Und ich hoffe, dass das Rode jetzt hier dann halt auch wunderbar ist für euch. Und ihr sagt, ja, hier die Klangqualität, ne? Deine sexy Stimme macht mich an. Braucht man ja auch dafür ein entsprechendes Mikrofon, nicht wahr? Schön. Gut, wo wir das jetzt abgehakt haben, wie gesagt, verlinke ich euch, könnt ihr euch anschauen, falls ihr halt auch sowas macht und sagt, ja, ey, macht mich total an, das Mikro. Da wisst ihr jetzt Bescheid. Du hast auch herbekommen, wie gesagt, habe ich schon Amazon gekriegt, kam innerhalb von 2 Tagen. Darüber hinaus, ja, ich wollte jetzt nicht nur, also ich meine, wir können das ja jetzt dieses Klangbeispiel-Video ein bisschen länger machen. Also quatsche ich jetzt einfach noch, was ich heute so an Artikeln auf meiner Website veröffentlicht habe. Und im Übrigen, meine Kamera, das ist so eine Logitech, falls euch das noch interessiert. Hat auch keinen Namen, die heißt bloß Logitech. Hä, fein, wie wieder? Was steht denn da drauf? Logitech HD
1080p. Das ist voll widersprüchlich. Wer hat denn das Ding beschriftet? Also es ist entweder doch ein gefaktes Ding aus China, aber das glaube ich nicht, weil HD ja eigentlich 1280x720 ist. Und 1080p ist Full HD. Ne, da haben sie ein bisschen Blödsinn drauf geschrieben. Auf jeden Fall ist das Ding von Logitech. Und mit dem bin ich ganz zufrieden. Und mein Rode Mikrofon jetzt auch. Ja, machen wir jetzt noch ein paar Klangbeispiele, indem ich halt meine ganzen Artikel, die ich heute verfasst habe, ein bisschen erläutere. Ich habe das AVO 737A, das habe ich vorgestellt. Das war ein Hammer-Notebook. Auch wenn ich geschrieben habe, sehr geiles Notebook, was ich nicht empfehlen kann. Aber nur deshalb, weil es mich zu dem Zeitpunkt 250 Euro gekostet hatte. Und ich hatte es für 170 geholt. Und jetzt ist es für 165 auf jeden Fall ein Flash-Sale bei Gearbest. Und das ist dann wieder ein Preis, habe ich auch im Video gesagt, der super ist. Und darüber hinaus, ich habe das Teil nicht verknüppelt, sondern zum Langzeittest meinem Bruder überlassen, der nämlich gerade studiert und das Ding jetzt jeden Tag eine Uni hat. Ein kleines Problem hat er nämlich, dass die V-Taste nicht einmal neu funktioniert. Aber das wird definitiv kein Serienfehler sein. Also ich kann mich vorstellen, dass es ein Serienfehler ist. Sie funktioniert. Sie funktioniert noch nicht einwandfrei. Aber ansonsten findet er das Notebook echt klasse. Und nimmt das jetzt jeden Tag mit ins Studium. Nimmt das jetzt jeden Tag mit zur Universität und arbeitet damit. Weil Windows 10 ist ja drauf, ne? Der 8350, der passt. Ihr könnt euch das Review auch einfach anschauen. Speicherausbau 4 GB, das ist auch okay, das ist alles so Minimalausstattung. Ich würde jetzt auch kein Notebook mehr mit 2 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Festspeicher empfehlen. Das ist Blödsinn, egal was die Dinger kosten. Daher, das ist so die Minimalausstattung und damit kann man einwandfrei studieren. Ein paar Games haben ja auch funktioniert, aber die 128er SSD, die 128er eMMC, das ist geil. In dem Preisbereich unüblich, hat man normalerweise 64 und bei schlechten Angeboten 32 GB Festspeicher, immer eMMC, davon abgesehen. Ist ja von der Geschwindigkeit so zwischen HDD und SSD, passt. Definitiv. Da habt ihr ordentlich Speicher, in dem Preisbereich zumindest. Und vor allem das Ding ist ja auch rotzschnell, auch wenn nur eine eMMC ist, ja. Aber ein normales Notebook mit einer klassischen HDD, die Dinger booten ja ewig. Da seid ihr echt schneller unterwegs. Und 165 Euro, günstiger geht's nicht. Dann habe ich hier das schon wieder einen Gutscheincode für das Qubert X18 Plus. Gibt es jetzt für 106 Euro, nach dem Abzug des Gutscheincodes hat er 111 Euro angezeigt, weil er automatisch die Transportversicherung dazu gebucht hatte, müsst ihr darauf achten. Ja, es sind auf jeden Fall 106 Euro, wenn ihr den Gutscheincode eingegeben habt, der funktioniert auch noch, habe ich erst getestet, einfach kopieren und in der Kaufabwicklung abgeben, das entsprechende Feld einfach eintragen. Und dann wird es auf 106 korrigiert, ansonsten ist es auch mit gerade im Flash 115 Euro immer noch recht günstig. Und meines Wissens bin jetzt nicht 100% sicher, im Moment die günstigste Alternative, um an ein Telefon, ein Smartphone mit Full HD Plus Auflösung ranzukommen, natürlich LCD IPS, dürfte klar sein, 6 Zoll. Allerdings liegt ein bisschen groß, ist natürlich wieder 18:9 Format, deshalb auch eine Pixeldichte immer noch von 403 ppi und das Ding ist halt schlank, war jetzt nicht so gigantisch, wie man das jetzt von 6 Zoll erwarten würde. Steht ja auch mal hier 18:9. Und der Rest ist solide, 4000 mAh. Und der Speicherausbau sogar richtig großzügig. 464 für 106 Euro, ganz ehrlich, das kriegt man bei Xiaomi nicht besser hin. Hier allerdings der 6750T. Von der Leistung her okay, habe ich auch geschrieben, so 55k, also 55.000 Punkte ungefähr im Antutu. Das sind halt alles so, ja, wo man sagt, ja, Android läuft flüssig, aber jetzt die krassesten Games kann man dann auf keinen Fall zocken. Ja, es ist halt okay, wobei 4 GB Arbeitsspeicher auch noch aus meiner Sicht immer noch absolut, ich meine, es geht jetzt bis auf 10 GB hoch, aber ab 4 wird es aus meiner Sicht einfach blödsinnig, außer man hat wirklich den speziellen Anspruch. Ja, 6750T hat auch noch den Nachteil, dass er nicht gerade spritsparend ist. In Zusammenarbeit noch mit dem großen Display, weil es auch noch so hoch auflöst, habe ich aber im Video auch ausgetestet. Ist ja ein Alltagstest. Ich habe es auch reingeschrieben. Ihr kommt auf 6 Stunden, es sind genauer gesagt 6 Stunden und 13 Minuten im PCMark Battery Life Test. Bei 50% maximaler Displayhelligkeit und 50% maximaler Lautstärke. Das ist dieser Benchmark, der in Endlosschleife läuft, bis der Akku runter ist. Dann gibt er eine Zeit an. Hier eben 6 Stunden 13 Minuten. Das habe ich auch. Wo habe ich das hingeschrieben? Ja, hier habe ich es hingeschrieben. So, denkt dran: Arbeitszeit, nicht Display on Time. Die reine Display on Time ist dann wahrscheinlich noch eine Ecke höher. Wie dem auch sei, aber also ich finde 6 Stunden 13 Minuten geht klar, um über den Tag zu kommen für einen normalen Durchschnitts-User. Und 106 Euro ist Bombe, definitiv. Also drunter mit stärkeren Specs, das werdet ihr nicht bekommen. Android 8 einigermaßen aktuell. Und wir kommen zum Dolby Mix 2. 150 Euro. Also erstmal finde ich das Ding von der Optik echt nice. Ich hatte das Dolby Mix 1 getestet. Und das war, habe ich auch geschrieben im Artikel, es war das Dolby Mix 1, weil damals das erste Gerät, wenn ich mich nicht irre, oder es war der erste Hersteller, der das Xiaomi Mi Mix kopiert hatte damals. Ja, und hat es dann auch demzufolge natürlich
Dodgy Mix genannt, damit man sofort wusste, worum es sich handelt. Ja, da haben die erst gar keinen, noch gar nichts drum herum gemacht. Und da weiß jeder genau, welches Gerät wir kopieren. Aber unabhängig davon, es gibt jetzt halt das Dodgy Mix 2. Ist nicht mehr im Tribessel-Design gehalten. Jetzt haben wir oben und unten jeweils einen Displayrahmen, der gleich groß ist. Aber dafür jetzt im 18:9 Format. Das und echt kranke Specs. Also hier eben nicht der 6750T, was ja häufig bei den China-Marken noch so bis 150 Euro Standard ist, sondern B25, der bringt mehr Leistung und ist spritsparender. 64 GB Festspeicher, 6 GB Arbeitsspeicher. Wer jetzt wirklich sagt, nein, 4 reichen mir nicht, okay, hier 6 GB gehen auch klar, 450 Euro und ebenfalls Full HD+. Das ist ziemlich der Hammer, weil normalerweise haben wir bis 150 Euro, wenn wir den P23 oder P25 haben, nur HD+. Oder aber wir haben Full HD+ und dafür aber dann den 6750T. Aber hier haben wir halt beides. Gut, 150 Euro, das ist jetzt, naja, da kann man das schon mal erwarten, davon abgesehen. Kann man schon mal erwarten. 4060 mAh haben wir hier als Akku. Ach, und das ist jetzt ein Angebot von Banggood. Genau. Ich habe jetzt auch mal Banggood wieder ein bisschen durchstöbert und da auch echt ein paar geile Sachen gefunden. Und gibt es sogar relativ günstig bei Amazon für 180 Euro. Das kommt ja auch nicht so oft vor, dass Amazon einen konkurrenzfähigen Preis hat, weil das nämlich auch Versand durch Amazon ist. Genau. Ist dann also extrem schnell da. Habt ihr hier eine Lieferzeit? Ne, was steht denn hier? Freitag. Diesen Freitag. Das ist ordentlich. Wenn ihr das jetzt direkt hier bei Banggood bestellt, dann werdet ihr da schon 2 Wochen warten müssen. Ist hier allerdings auch ein Flash-Sale, also wenn, dann muss man gleich zuschlagen. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist der Hammer. Hier dann auch USB-C am Start, LTE inklusive Band 20, gilt im Übrigen auch für das X18 Plus. Ich habe übrigens einen Alltagstest gemacht, könnt ihr euch auch einfach reinziehen, dann wisst ihr auch Bescheid. Zu dem, wie gesagt, Mix 2 habe ich nicht gemacht, da habe ich nur das Mix 1 getestet, das war aber echt geil gewesen, muss ich zugeben. Und das sind einfach perfekte Daten, wirklich. Ach so, fast. Android 7.1 ist hier im Auslieferungszustand installiert. Ich habe ein bisschen gegoogelt, ein bisschen recherchiert, der Android 8 wurde angekündigt, aber ich habe nicht gelesen, dass er auch veröffentlicht wurde. Deshalb würde ich das im Moment erstmal, Android 7.1, ob dann Oreo noch rauskommt, da wird nämlich oft was angekündigt, entweder kommt es dann total spät raus oder halt gar nicht. Deshalb erstmal bei Android 7.1, bleiben wir erstmal dabei, aber die Daten sind echt der Hammer für 150 Euro. Dann das Nubia M2, das habe ich auch getestet gehabt und das ist jetzt auch recht günstig. Hier gibt es auch bei Amazon zu kaufen, davon abgesehen, das fand ich richtig geil. Ronny von nerd7.de, das findet es auch ziemlich geil, das steht auch überhaupt auf Nubia. Könnt euch den Alltagstest dazu angehen, also wirklich ein sehr schönes Telefon, schlank, Metall Unibody, top verarbeitet, liegt total edel in der Hand, sieht auch richtig edel aus, wirklich was Edles. Und das gilt auch für das Display. Wenn man das Gerät anschaltet, hat man nämlich ein wirklich schönes Full HD AMOLED-Display. Ich stehe normalerweise nicht so auf AMOLED-Displays, aber hat Nubia ganz gut hinbekommen, dass die Farben nicht so übersättigt wirken, wie das bei manchen anderen Geräten, wie das lange Zeit bei Samsung zum Beispiel so war. Nee, deshalb stehe ich immer auf LCD IPS, auch wenn AMOLED allgemein als das bessere Display angesehen wird, weil es halt auch teurer ist in der Produktion. Aber mir sind dann häufig die Farben übersättigt. Und jetzt gibt es das M2, wer halt sagt, ich will unbedingt einen Super AMOLED-Screen haben, 133 Euro. Also da gibt es kaum Alternativen. Ja, da gibt es kaum Alternativen. Die meisten Geräte in dem Preisbereich sind einfach LCD IPS. Und wer sagt, ich will Super AMOLED, das nächste, was mir einfallen würde, wäre eigentlich das Meizu Pro 6 Plus, was mit einem 2K Super AMOLED Screen daherkommt, aber kostet 180 Euro. Muss man halt für sich selbst entscheiden. Na, hier auf jeden Fall 333 Euro. Zumal die übrigen technischen Daten, hier geht noch 133, auch ein Flash Sale, allerdings nur in der einen Farbe. Und dann 1,50 Euro Versandkosten. Immer Priority Direct Mail wählen, da kommt das nämlich zollfrei zu euch. Und Corning Gorilla Glass auch noch. Also wirklich, das Display ist echt richtig geil. Guckt euch das Review an. Und dann wisst ihr Bescheid, es gibt noch eine abgespeckte Version. Ihr seht vom Design her das gleiche, aus bei den Materialien, so viel ich gesehen habe, auch. Aber das war es eigentlich auch schon gewesen. Die beiden Geräte verbinden sonst nichts miteinander, vielleicht auch die Größe. Aber hier nur noch in Anführungsstrichen ein HD-Screen und da es nicht genau da steht. Gehe ich mal davon aus, dass es hier auch wieder LCD-IPS ist. Gut, die Kamera, das die kann man nur ausprobieren. Das steht plus 16 Megapixel Hauptkamera und 13 Megapixel Frontkamera. Da kennen wir die Auflösung auch, sonst nichts. Aber ich muss zugeben, auch wenn es abgespeckt ist, ja, ist ja eine Lite-Version, immer noch 3 GB Arbeitsspeicher, 64 GB Festspeicher, zumindest eine hochauflösende Kamera, großzügiger Akku mit über 3000, nicht genau 3000, genau. 164 Gramm habt ihr gerade gesehen, also relativ leicht ist es dann auch noch. Passt eigentlich. Und 5,5 Zoll HD, das geht auch noch in Ordnung. Hier noch 16 zu 9, wer draufsteht. Klinkenanschluss natürlich auch dabei. Und passt insgesamt. Ach ja, der SoC, den habe ich fast vergessen. War hier der 6750, genau. 6750. Wie gesagt, der ist nicht besonders spritsparend, aber die Leistung passt. Also vor allem punktet
Nubia hier also mit Verarbeitungsqualitäten aus bei den Materialien. Das ist der Hammer. Aber die Specs sind in dem Preisbereich auch richtig gut, definitiv. Ich bedenke, was halt andere Hersteller zu bieten haben. Allerdings, es hat einen Grund, warum die Geräte so günstig sind. Es ist wieder Abverkauf, wie bei den Eco-Geräten. Android 6. So. Da kommt auch nicht drum herum. Demzufolge auch ältere Sicherheitsupdates. Ist so. Ja. Starke Specs, aber Android 6. Was für ein Reim. Schön. Dann habe ich auch noch was echt Tolles gefunden, was total günstig ist. Für 58 Euro bekommt ihr ein Outdoor- oder ein Rugged Phone. Und zwar, ich kenne die Marke nicht, Servo, noch nie gehört. Das H6 habe ich durch Zufall bloß gefunden. Und ja, die Specs sind hier natürlich auf Einsteigerniveau, das habe ich auch geschrieben. Ich meine, bei 58 Euro, was soll man da erwarten? Kommt auch mit Android 6 daher, ist also auch schon älter. Der Akku geht eigentlich echt voll klar. Vor allem 4,5 Zoll, das Ding ist richtig niedlich, aber IP67. Immerhin, also nach IP67 Zertifizierung Wasser- und Staubdicht. Was das genau bedeutet, habe ich das reingeschrieben. Ich glaube aber eher nicht. Das können wir aber einfach nachgoogeln. Bei IP67, die ganze IP-Zertifizierung, das ist standardisiert. Einfach bei Google eingeben, dann wisst ihr Bescheid. 1 Gig, 8 Gig, Spreadtrum 7731A. Wer den nicht kennt, der ist so auf allen Niveau mit 6580, weil ich glaube, ich hatte den schon mal in irgendeinem Gerät gehabt. 2,8, aber wie gesagt, das Ding muss echt lange durchhalten. Ich meine, 4,5 Zoll Display, das Display ist echt nicht besonders groß. Und das Display verbraucht immer am meisten Strom. Unabhängig vom SoC, ob der viel oder wenig verbraucht, verbraucht das Display in der Regel am meisten. Gut, ist natürlich auch abhängig von Displayhelligkeit. Und die Auflösung, ja, 480p klingt jetzt erstmal wenig, aber auf 4,5 Zoll ist die Pixeldichte dann eigentlich auch wieder in Ordnung. Und das, was aber echt positiv ist, ist ein IPS-Panel. Bei 58 Euro für ein Rugged Phone bin ich leicht überrascht, dass IPS hier verbaut wurde. Das heißt, es ist blickwinkelstabil und das ist mir sogar noch ein bisschen wichtiger, als dass es dann wirklich hoch auflöst. Aber wie gesagt, bei 4,5 Zoll, bei so einer kleinen Display-Diagonale, denke ich mal, dürfte 480p immer noch für ein ausreichend scharfes Bild sorgen. Wie ich eben erwähnte, Einsteiger-Specs mit immerhin IPS und 2800 mAh Akku und eben Rugged Phone. Also ich denke mal, gerade ich habe Erfahrungen damit mit meinen Geschwistern. Die haben ein Gerät nach dem anderen verschlissen. Das ist ja nicht normal, gerade als sie jünger waren. Ich meine, ich habe mein erstes Telefon noch mit 19 bekommen, mir selbst gekauft und habe gesehen, da hat man eh eine andere Wertschätzung. Aber heute kriegen die ja schon in jungen Alter Smartphones und die sind ja auch wesentlich anfälliger. Wenn man die einmal runterschmeißt, ist es zu 50% vorbei. Je nachdem, was für ein Modell man sich zugelegt hat. Und ja, da ist das hier eine lohnenswerte Alternative, wenn eben der eigene Nachwuchs das Ding schon mal geschrottet oder ertränkt hat. 58 Euro. Schwer kaputt zu machen und günstig. Perfekt für Kinder, kann man nur sagen. Perfekt für Kinder. Was habe ich noch? Ich glaube, das war es jetzt gewesen. Ja genau, das waren die Gutscheine, darüber hatten wir schon gesprochen. Also habe ich doch ein bisschen, doch echt cool Angebot wieder gefunden. Auch eben ein paar ältere Sachen. Es lohnt sich auch immer mal, da mal nachzuschauen, weil Banggood und Gearbest, die kaufen die Sachen in so großen Stückzahlen ein. Vielleicht kaufen die auch manchmal Altbestände auf, weiß ich nicht, obwohl es sich, glaube ich, für die nicht so lohnt. Und da werden die halt echt günstig abgestoßen. Ich meine, 58 Euro, nur weil das Teil halt noch mit Android 6 daherkommt, das ist schon ziemlich der Hammer, wo ich hier nicht weiß, bei den Servo H6, was da mal Release-Preis war. Schön. Also, jetzt habt ihr auf jeden Fall eine sehr ausführliche Klangprobe vom Rode. Ich kann mir den Namen nicht merken. NT Plus. Mikrofon und ich hoffe, dass euch das jetzt besser gefällt als mein Orki, was ich vorher hatte. Auf jeden Fall ist es eine ganze Ecke teurer und ich denke mal, meine Studioaufnahmen, die gehen ja immer schon klar. Dieses Shure, das SM80 und so, das macht ja eigentlich echt einen guten Klang. Und weil da ich auch schon überlegt, mal noch ein Shure, naja, auch aufzurüsten, aber ich glaube, das geht schon in Ordnung. Schön, ich hoffe, euch hilft das Ganze hier alles ein bisschen weiter. Kommt einfach auf moschus.de und könnt euch auch im Forum anmelden. Ich habe vor, jetzt auch demnächst neue Giveaways einzustellen. Hatte ich ja angekündigt. Wow. Ich habe gestern die ganzen Gewinne nämlich verschickt. Das Onda V10, das war ja bloß ein Bastel-Tablet. Das ist schon angekommen. Das ging aber schnell. Man, das hätte ich auch nicht gedacht. Jetzt gerade, ich dachte jetzt gerade zum, nachdem Black Friday in Cyber Monday vorbei ist, dauert das jetzt hier alles noch ewig. Aber ist angekommen. Das heißt, wunderbar. Und die Gewinner freuen sich ganz offensichtlich, dass sie gewonnen haben. Ach, außer das Essex. Also entweder noch nicht geschrieben oder es ist noch nicht da. Oder vielleicht liegt es auch bei der Post zur Abholung, ne? 1330, ja, das ist schon heftig auf. Aber das Essex, muss ich sagen, als ich eingepackt habe, das ist wirklich ein Hammer-Telefon. Meine Güte. Kann ich echt nur empfehlen. Schön. Und alle, die nicht gewonnen haben, wenn ich morgen das schaffe, weil ich muss noch was aussuchen und so, es muss ja auch alles in Ordnung sein, was ich da verschenke, wollte ich als nächstes 2 Tablets einstellen als Giveaways. Wunderbar. Und ich hoffe, ihr nehmt dann alle wieder fleißig dran teil. Einfach hier einen Account erstellen und schreiben, was mitmachen wollt. Und mehr müsst ihr eigentlich nicht machen.
außerdem noch meinen Kanal zu abonnieren. Ich verlinke nochmal alle Angebote auch unten in der Videobeschreibung, dass es da ganz bequem ihr da halt da rankommt, nicht wahr? Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin.